Donnerstag am 27. September, kurz nach 18 Uhr, Zeit für Ruf jetzt an. Ich begrüße euch, nachdem wir im letzten Monat keine Sendung gehabt haben, begrüße ich euch nochmal zu diesem lauen Abend, wo ich ja sagen muss, es ist ja, ich nenne es Helgewetter, ne? So der Herbst des Lebens, aber es blüht nochmal alles auf. Und da sitzt auch schon neben mir, schönen guten Abend, Helge. Ja, vor allen Dingen, was blüht auf? Die Pickelchen blühen auf, meinst du? Bin der zweite, dritte Frühling. Aber du hast völlig richtig, blühe auf. Ich ja. gehe nämlich nächste Woche auf Kreuzfahrt. Schon wieder? Ja, schon wieder. Meine Damen und Herren, es ist keine Wiederholung. Helge geht halt schon wieder auf Kreuzfahrt. Ja, ich freue mich auch. Wo geht's denn hin? Ins Mittelmeer. Beziehungsweise ins Mittelmeer. Ins Mittelmeer. Oh, aber ist too soon für Kübelböckigs oder? Weiß ich nicht. Ich wusste, dass das bei dir im Hinterkopf liegt, aber das viel schlimmere Datum ist, dass ich am 7. Oktober leider nicht hier bin. Das ist da. Da muss ich schauen, ob das Schiff das möglich machen kann. Wenn du im Mittelmeer bist, weiß ich nicht, ob du da irgendwo BBC kriegst. Ja, ne? Schauen das wir ist mal. Natürlich 7. Oktober, Tag der Republik, wir wissen es alle. Ja? Also aber ich würde es jetzt noch nicht sagen, die Preisfrage. Die Zuschauer können ja mal anrufen, was am 7. Oktober stimmt, ihr könnt natürlich anrufen und sagen, 7. Oktober, was, Mittelmeer, was kann man, also Mittelmeer ist jetzt die falsche Fährte in dem Augenblick. Was kann man denn am 7. Oktober eventuell im Fernsehen gucken, wo wir hier fast jede Sendung drüber reden? Welche neue Staffel könnte denn da starten? Schauen wir mal. Ihr könnt aber auch sonst anrufen, 0391 66 28 333, oder ihr schreibt bei Facebook / offener Kanal unter dem Thread, den wir haben. Wie sieht er denn aktuell aus? Ich weiß es gar nicht, wie der aussieht. Also der Stimmt, da ist ja eine Kampfabstimmung, die der wahnsinnig lustige Patrick Janak sich ausgedacht hat, nämlich die Magdeburger Jungfrau und die Magdeburger Jungfrau. Welche der beiden, die bärtige Lady oder ich, wer von beiden die hübschere Jungfrau sein sollte. Mhm. Da könnt ihr abstimmen, könnt ihr aber auch einfach anrufen. Ihr könnt es aber auch einfach lassen. Genau, und da sitzt Helge nämlich und wird auch die Fragen, die ihr vielleicht noch habt, beantworten oder an uns weiterreichen, oder? Richtig. Helge? Bist du denn, nächste Woche sind ja schon wieder Ferien, fällt mir ich da wusste, sonst, also, naja. Es sind schon wieder Ferien, ja, es sind schon wieder Ferien. Aber du arbeitest schon seit Anfang August wieder. Wenn so sie es einer nicht. Verdient hat, dann du, Helge. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber zu seiner Rechten, zu ihrer Linken, meine Damen und Herren, Lars Johansen, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Der gesagt hat, ich bin ja hier nur Gast, das ist ja deine Sendung. Genau, du hast ja eine Premiere hast du gehabt am Freitag. Wie war es? Also die Volksstimme hat sich ja überschlagen, Herr Vogt. Es war schön. War ein schöner Abend. Das Publikum hatte gute Laune. Und bisher haben auch alle nachher gesagt, dass es ihnen gefallen hat. Das tut man aber nach Premieren im Allgemeinen. Also schauen, wie es wirklich... Nee, also sie hatten tatsächlich, denke ich, Spaß. Also es klang alles sehr positiv. Und Herr Vogt hat es ja gelobt. Also kann man, also die Volksstimme hat sich auch wohlwollend geäußert. Also kann man da ja nichts gegen haben. Und Montag war ja auch schon wieder der Monatsrückblick. Ganz war der auch gut? Ja, ich war überrascht, dass es doch auch eine Menge Menschen da waren. Also es war wirklich auch gut besucht und wir hatten auch da wieder einen schönen Tag und von daher doppelter Spaß. Und schön ist, wenn dir der Kameramann von einem Konkurrenzsender von hier dann sagt, er hatte ja am Tag vorher eine andere Kabarettpremiere sich angucken müssen und ja, ich bin froh, dass ich jetzt dann heute hier war. Und dann weiß ich einfach, dass es ein schöner Tag war und der andere Tag vielleicht auch schön war. Und deshalb nenne ich auch keine Namen. Freue mich aber einfach, dass ich mich dann zurücklegen kann und sagen, ach gut. Der Name Stefan Richter werden wir hier nicht aussprechen. Zu seiner Rechten, zu ihrer Linken, meine Damen und Herren, eigentlich alle 2 Jahre, diesmal hat es 3 Jahre gedauert, bitte nicht mehr wieder wählen. Wurde ein Maskottchen klingt jetzt ein bisschen despektierlich, so möchte ich es gar nicht sagen, aber ein Wahrzeichen von Magdeburg, das Magdeburger Wahrzeichen wurde gewählt, wieder mal. Und wie das dieses Mal vonstatten ging, das wird sie uns gleich selber erzählen. Schönen guten Abend, Christina Nalesny. Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Und bei Nalesny, weißt du, welcher Name mir sofort als DDR-Kind sofort... Nein, sag es. Hans-Günther Poneski natürlich. Poneski Nalesny, wird dir nichts sagen. Nein, bist du A, zu jung zu und B, auch... Ja. Spielspaß, sag ich mal. Genau, Spielspaß. Du bist die offizielle neue Magdeburger Jungfrau. Ja. Nicht wahr? Und du bist, du wolltest heute dein Kleid anziehen. Ich habe es ja ausgeredet, könnte man sagen. Ja. Aber das ist auch immer das gleiche Kleid, ne? Ja, es gibt 2. Ja. Aber ich fand persönlich das besser. Ja. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das ist, wir haben ja traditionell, haben wir die, nach der Verkündung, Ernennung, wie immer, haben wir die Jungfrau dann immer hier zu Gast. Hm. Und immer wieder schön, also ich glaube, die letzte hatte auch dieses Kleid mehrfach an. Ne? Ist es, glaube ich, wie beim Papst, da gibt es das in 3 verschiedenen Größen und es wird dann immer schnell angepasst, weil bei dir, du musst mal sagen, wie lief es denn diesmal ab, die Wahl? Weil diesmal war es ja nicht ganz so öffentlich wie bei deiner Vorgängerin. Ja? Nee, es lief intern ab, sage ich jetzt mal. Also ich habe diese Ausschreibung über Facebook gesehen
und habe mich halt gleich angesprochen gefühlt. Ja. Und da habe ich dann einfach gesagt, gut, schreibst du mal ein paar nette Zeilen. Und dann, ich sag, das war schon im Juli. Ja. Ja, und bis August ging das ja, dieses Auswahlverfahren. Und dann bin ich eingeladen worden. Und 3-4 Tage später wurde mir dann bekannt gegeben, dass ich die Glückliche bin, also du wusstest, die das Amt übernehmen darf. Logischerweise schon vor dem Kaiser-Otto-Fest, dass das so sein wird. Genau. 2-3 Tage vorher wusste ich das. 2-3 Tage vorher, ist aber trotzdem recht knapp, oder? Ja, oder recht knapp. Aber hat man vorher gesagt, halt dir bitte diesen Sonntag frei, weil wenn es so sein sollte... Das stand vorher schon drin, dass man dann zum Kaiser-Otto-Fest dann nichts vorhaben soll. Genau. Ja. Und du bist ja im öffentlichen Dienst, dürfen wir sagen, wo du arbeitest? Ja. Okay. Bei der Polizei arbeitest du. Wie läuft es bei der Kriminalpolizei, wie du gerade gesagt hast? Ja, ich bin im Praktikum, genau. Ja, da bin ich gerade bei der Kriminalpolizei. Aber ich stelle mir das gerade so vor, du stehst gerade so tatortmäßig an so einem Tatort, wird gerade ausgewertet und dann ruft Lutz Trümpe an und sagt, wir brauchen die Jungfrau mal. Ne? Oder dass du im Kleid hier an so einem Tatort stehst. Nein, das muss man natürlich trennen, aber man erlebt schon interessante Sachen, man hört interessante Sachen da. Ja, und das ist so weit gefächert. Ja, es gibt so viele verschiedene Bereiche. Da wollte mich interessieren, hast du den Polizeiruf gesehen am Sonntag? Ja, habe ich geschaut. Wie hat er dir gefallen? Es ging. Es ging? Ja. Unter polizeitechnischer Sicht. Ich habe mit meinem Mann zu Hause gesessen und wir haben uns eigentlich immer darüber gefreut, wenn wir was wiedererkannt haben in der Stadt. Dann haben wir gesagt, ach, das ist die Otto von Guericke Straße, das ist jetzt Buchau und so weiter, ja. Da muss man sagen, es ist natürlich kein Dokumentarfilm. Ne? Wenn es immer so Sprünge gibt, das ist ja... Das Schönste ist eigentlich immer, ich habe jetzt kein Twitter, aber auf Facebook kann man es auch mal verfolgen, wenn da unter einem Hashtag Polizeiruf dann getwittert oder bei Facebook geschrieben wird, und man sagt, ja, von da aus kommt man ja gar nicht in die Dingsbumsstraße, das ist herkommen. Aber der kam ganz gut weg, also bei allen so insgesamt. Ich muss gestehen, ich habe nämlich ihn heute erst geguckt, lustigerweise, weil es nämlich frisch eine Box erschienen mit den ganzen Magdeburg Polizeirufen am Montag und ich habe mir gedacht, die kaufst du dir einfach. Und der neue auch schon drin? Da ist der neue auch schon drin gewesen, habe ich gleich vorhin mir den angeguckt und von da auch gesehen. Ist immer schön zu diesen. Direkt bei mir ums Eck ist ja die Hauptwache der Polizei. Genau. Neben dem Riesenrad, was mich sehr gesagt hat, wer jetzt das Riesenrad sucht, wird ein bisschen vergeblich suchen. Und man weiß, dass die zu Weihnachtsmarkt. Ja, aber das haben sie, glaube ich, nicht nur, weil der Bäcker vorne, der eigentlich ein anderer Laden auch ist, wo die gearbeitet hat, das Opfer, das ist auch, das haben sie nachher gedreht. Also das war irgendwann Mitte, Anfang letzten Jahres, also nach dem Weihnachtsmarkt. Es war sehr lustig zu sehen, dass so Sachen zum Weihnachtsmarkt oder auch davor oder danach gedreht wurden. Das ist dann schon amüsant zu sehen. Aber schön ist wirklich, dass ich 3 Schritte gehen muss und hey, ich bin bei der Polizei. Super. Und wie er mit dem Auto da Anlauf holen will, in der Ecke, wo du bestenfalls 20 fahren kannst, ist auch sehr tapfer. Aber da kann man auch jemanden dann überfahren. Aber es gab trotzdem schöne Bilder vom abendlichen Magdeburg, muss man mal echt sagen. Nee, ein paar schöne wirklich. Also ich muss sagen, ich fand ihn auch gar nicht so schlecht. Ist der erste, den ich jetzt tatsächlich mal ganz gesehen habe und der hatte durchaus seine Momente. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe ihn schon, also aufgenommen habe ich ihn aber noch nicht geguckt. Jetzt ist ja Dings auch schon wieder ausgestiegen. Ne? Jetzt hat Frau Michelsen schon den zweiten Kommissar verloren. Aber 2 gibt es noch mit ihm. Ja, aber er ist ausgestiegen und sie wird ja in Zukunft dann nach den 2 alleine. Also was ist, liegt es an Claudia Michelsen oder woran liegt es? Na, wenn 2 nacheinander aussteigen, vielleicht schon. Keine Ahnung, vielleicht ist es ein Drehlicht, dann vielleicht halt, ne? am Geld dort, man weiß es ja wirklich nicht. Das soll ja nicht so großartig bezahlt sein. Die Mittel sind ja auch nicht so groß. Ich sehe es ja, es ist nicht viel Geld für Lichter schon. Ja. Und da sieht man schon, dass da hier und da Schwierigkeiten sicherlich sind. Ich muss auch sagen, ich war neulich in Karla und auf der Burg, die da drüber, es ist Falkenstein, ich weiß es gar nicht, die Burg, die über Karla ist, Porzellan-Dings und so. Und da, als ich um die Ecke kam und sah diesen Steg, der ins Nichts führt, erinnerte mich an den Weimarer Tatort, der nämlich auch auf dieser Burg und auf diesem Dings spielte. So, da sehen wir einen Sven Schimpke, der hat nämlich auch mitgespielt. Wir sehen wieder das schöne Check Cooling System, ein treuer Begleiter dieser Sendung. Und dahinter Schauspieler Sven Schimpke, meine Damen und Herren, der auch eine wichtige Statistenrolle ahnen, muss ich sagen. Aber wirklich schön war, es gab einen wunderbaren Satz von Ben Becker in dem Film, weil er steht vor der Balkontür und sagt, scheiße, ich habe gar kein Geld für eine neue Scheibe. Und dann gucken die beiden Polizisten hin, wieso, die ist doch heil. Und im Moment schlägt er mit der Faust die Scheibe kaputt. Ah. Das ist aber ein schöner Moment. Also ich muss wirklich sagen, der hat mir gefallen. Becker ist sowieso überraschend gut dort als Vater. Man sieht, dass er doch ein bisschen älter geworden ist. Und der spielt den gut. Also es war wirklich, das fand ich auf jeden Fall beeindruckend, wie er das gemacht hat. Ben Becker, müssen wir bitte. Ich wollte Tina fragen, kommen denn die Filmleute überhaupt noch zu euch und fragen nochmal nach speziellen Sachen oder wie man am besten eine Leiche präpariert oder keine Ahnung? Ich glaube, heute
Nicht mehr. Nicht mehr, ne. Also dafür ist alles, also diese Entwicklung, die, also die ist zu weit. Man hat ja so viele Möglichkeiten schon in dieser Schauspielwelt, sage ich jetzt mal. Also, mich persönlich fragt keiner. Aber falls, ich beantworte die Frage sehr gerne. Aber könntest du dir vorstellen, dass du das vielleicht jetzt als Jungfrau, dass das vielleicht dann, weiß nicht, brauchen sie mal für irgendeine Szene, dass du als Jungfrau da mitmachst? Kannst du dir das vorstellen? Ja, na klar. Was hast du bis jetzt schon was gemacht, außer der öffentlichen Vorführung oder Präsentation der Jungfrau? Öffentlich jetzt, ja. Ja, also als Jungfrau. Als Jungfrau, na, wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ich sag das einfach. Ach. Letzte Woche gab es einen kleinen Videodreh über Magdeburg und da... Achso, ein Imagefilm? Genau, und da war ich auch dabei mit dem Kaiser Otto. Sagen dürfen? Mit Kaiser Otto? Oh, welcher ist es? Es gibt ja so viele Kaiser Ottos immer. Naja, die Bilder habt ihr ja nicht gekriegt, alle, ne? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber warst du älter, warst du ein weißer Bart, oder? Der hat gar keinen Bart, glaube ich. Man weiß es immer nicht. Es gibt so viele Ottos, auch Schauspieler. Sven Schimke hat auch schon den Otto gegeben. Ich habe auch schon den Otto gegeben. Lang ist es her, mit Lars Johansen zusammen war Lars meine Editha, in Brüssel, wenn du dich noch erinnerst. 2005, es ist lange, lange, lange her. Ich war keine Editha. Du warst keine Editha, das stimmt. Ich war der zukünftige Bürgermeister der Stadt Magdeburg. Was bist du oder wirst du es gewesen sein? War ich dort, den spielte ich dort. Stimmt, aus der Zukunft war doch da irgendwas. Genau, es war der Bürgermeister aus der Zukunft. War eigentlich, also wir haben damals, wenn man da vielleicht nochmal kurz drüber reden darf, wir haben damals ja das Modell des Jahrtausendturms in Mini-Europa quasi eröffnet und was weiß ich. Steht der da eigentlich noch, weiß man das? Keine Ahnung. Oder die danach weggeschmissen wurden? Also der Jahrtausendturm steht noch, ja. Nein, in Mini-Europa, man weiß es nicht. Also das Türmchen müsste man ja dann sagen. Man weiß es nicht, keine Ahnung. So, und du hast diese Woche an deiner ersten Obduktion teilgenommen, hast du kurz vor der Sendung erzählt. Ja, heute. Heute sogar? Ja, heute. Und ich habe das freiwillig gemacht. Ja. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, der Geruch geht einem lange nicht aus der Nase. Das glaube ich. Hast du dann auch so dieses, was man sich unter die Nase nimmt? Nein, dann wird es noch schlimmer. Dann vermischt sich der Geruch und dann hat man beides in der Nase. Aber... Okay, also darfst du drüber reden, also wie lange war denn der Körper schon tot? Also dass das schon so riecht oder fängt das schnell an zu riechen? Das kann ich gar nicht so genau sagen, wie lange der Körper schon tot war. Aber jetzt nicht schon ein halbes Jahr an der Elbe gelegen? Nein, oder ein halbes Jahr nicht, aber ich sag mal so ein, zwei Wochen kann schon sein. Okay, dann kann es schon mal riechen. Und der wird ja auch vernünftig verwahrt, dass das jetzt natürlich auch nicht zu extrem wird. Aber ich weiß nicht, jeder, der schon mal eine Leiche gerochen hat, kann das nachvollziehen. Wie das riecht. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich schon mal der Leiche gerochen habe. Ich hatte es beim Studium. Beim Studium war das so... Bei dem Informatikstudium? Nein, das habe ich ja erst viel später gemacht. Ach so. Ich habe in Potsdam studiert und da gab es ja mehrere Fächermöglichkeiten, unter anderem Biochemie auch. Und da gab es immer so die kleine Challenge. Ja. Die Biochemie-Studenten mussten auch mal in die Pathologie einmal, um das einfach auch zu sehen. Und die Mutprobe war dann halt gut, okay, die anderen, die Lust haben, kommen halt mit. Und dann bin ich auch einmal mit. Ich glaube, ich habe 20 Minuten durchgehalten und dann... Wie bist du gegangen? War das, ja. Aber ich war nicht der Erste und nicht der Letzte. Wie im Vorspann von Quincy, wo die Nacht... So ein bisschen. Also die Ersten sind nach 2-3 Minuten schon abgeklappt, aber die Biochemie-Studenten haben größtenteils auch durchgehalten. Ja. Mussten sie auch. Sie mussten ja auch darüber was schreiben. Ne? Ja, und dann wurde da der komplette Körper... Ja, lag erst ganz normal da. Und dann, also wie gesagt, die Ärztin, sage ich jetzt mal, die hat gleich gesagt, wenn wir nicht mehr können... Sollen wir bitte durch die Tür rausfallen, wenn wir umkippen. Und nicht noch auf die Leiche drauf. Aber das war alles nicht so schlimm. Das war also am Anfang schon, weil die schneiden einen ja auch auf, um eine Todesursache festzustellen. Ja. Und das ist schon komisch, das zu sehen. Ja, aber irgendwann ging es. Aber wie ist das, also war das jetzt wirklich, war völlig unbekannt und wir müssen wirklich mal rauskriegen oder war es nur, wir glauben, es war das und wir suchen nach der Bestätigung? Naja, es kommt immer darauf an, wie die Leiche vorgefunden wurde. Und wenn da irgendwas unschlüssig ist oder die Ärztin vor Ort, die Notärztin, keinen natürlichen Tod feststellen konnte, dann wird halt obduziert. Ja. Ja, und das war in dem Fall so und darum wird nachgeschaut, woran kann es gelegen haben oder war es vielleicht doch was anderes. Mhm. Ja. Und was war's? Also habt ihr das rausgefunden? Wahrscheinlich ein
irgendwas mit der linken Herzkammer, also ein verkalkt. Es wird, nee, ne? Vielleicht. Also das ist, es könnte auch ein ganz tricky Mords gewesen sein. Und also es steht noch nicht ganz fest. Okay. Ja. Die Frage ist ja mal, ist da waren ja eigentlich, wenn die Leiche, bevor die obduziert wird, wird da glaube ich gefragt, ob das gemacht werden darf bei der. Nee, wenn der Staatsanwalt oder der Richter das anordnet, dann wird das gemacht. Gut, okay. Das wird, wenn Personen vorgefunden werden halt, ne? Oder wenn zum Beispiel, ja, genau. Da muss ich, ist aber, und das hat dir so gar nichts, ne? Mir war schon anders am Anfang, aber nach einer Weile ging es. Das Schlimmste war wirklich der Geruch. Ja. Und dann danach, und gleich haben wir gleich Mittag gegessen und man hat diesen Geruch noch in der Nase. Also so richtig Hunger hatte ich nicht. Du hast dann ja auch kein Fleisch essen, denke ich. Wo habt ihr denn dann gegessen? Vielleicht lasst es nee, einfach bei uns im Büro. Ach so, okay. Naja, man weiß ja nicht, ne? wie die Kantine, ich weiß es nicht. Nein. Oh Gott. Also das ist eine Sache, ich weiß, hättest du da Lust drauf, Lars? Also wenn man jetzt mal fragen würde, hättest du mal Bock zuzugucken? Wäre das was? Also ich könnte sagen, nee. Nee, weil ich muss es nicht, ich würde es ungern tun, weil es ist so, wenn man mit Tod konfrontiert wird, ich finde es gut, dass man es warnt, also dass meine Urgroßmutter gestorben ist, waren wir halt alle da und wir haben alle die Tote gesehen, aber die starb und man ist da nah dran. Mhm. Das riecht noch nicht und das ist auch nicht weiter wild, natürlich auch in Ordnung. Und als mein Vater starb, habe ich auch noch mal kurz in den Sarg geguckt. Da war aber schon konserviert erstmal. Und das sind so Sachen, das ist der Moment, wo es dazugehört, finde ich, wenn man Verwandte einfach noch mal verabschiedet in irgendeiner Weise. Aber ich würde bei Fremden, nee, das ist tatsächlich nicht mein Beruf. Und es ist nicht so, dass mir es Spaß machen würde. Und deshalb wäre es einfach nur unnötig. Apropos Tod, Gundermann ist ja auch gestorben, ja. Ich bin mich gestern in Berlin an einem Kino vorbei, einem Kino international vorbei, und dann stand da 16.10 Uhr Gundermann. Das war 16.10 Uhr, da dachte ich, dann gehe ich da jetzt rein. Und wirklich, du hast ihn schon gesehen, du hast ja die Vorpremiere mit moderiert hier in Magdeburg. Das große Glück, wir hatten sowohl die Drehbuchautorin als auch den Hauptdarsteller da. Mhm. Und der Film ist toll. Ja. Und was ich faszinierend finde, stand ja ganz oft, der Hauptdarsteller sähe ihm ja ungeheuer ähnlich. Ja. Tut er im Leben nicht. Also die haben das wirklich sehr gut hinbekommen, dass er das tut. Aber das ist nicht so leicht, wie es gesagt wurde. Ja, der sieht ihm ja ähnlich, das ist ja dann leicht zu spielen. Nee, das ist er nicht. Aber das ist ein toller Schauspieler, interessanter Mensch und auch Drehbuchautorin. Hat großen Spaß gemacht, mit denen zu sprechen, weil man auch so ein paar Sachen erfahren hat. Zum Beispiel der Mann von der Stasi, sozusagen der Betreuer von Gundermann bei der Stasi. Was Axel Prahl gespielt hat. Den haben sie sich immer als väterlichen Menschen vorgestellt. Das war auch so abgesprochen. Das könnte so sein, das muss so sein. Und seine Lebensgefährtin, die Ehefrau, die sehr stark Conny war sehr stark eingebunden in die Dreharbeiten. Und irgendwann sagte Conny zu ihm, ganz ehrlich, ich habe den Mann nie gesehen. Und Gundi hat nie gesagt, wie der aussieht. Wir wissen gar nicht, wie der wirklich aussieht. Das fand ich ganz süß, wenn die plötzlich ehrlich sagen, das wissen wir überhaupt gar nicht. Der ist tatsächlich eine pure Imagination. Es könnte so gewesen sein, muss aber nicht. Also von daher war das ganz, ganz interessant. Auch die enge Arbeit scheinbar. Und der Hauptdarsteller sagte noch, er bekam dann Gundermanns Gitarre. Und da ist ja so ein Abnehmer da, elektrisch mit der Batterie. Und er sagte, ist er denn schon ewig tot? Er nimmt das und dann die Batterie muss ausgewechselt werden, leckt nochmal dran. Oh, die war noch komplett da. Er sagte, Gundermann hat noch im Tode, hat noch diese Gitarre gut funktioniert. Und was er sagte, was ich ganz spannend fand, er hatte wenig Vorbereitungszeit. Er hatte einige Zeit vorher hat im Archiv Richards gespielt in einer Doku, und nicht in der Doku, im Spielfilm. Und da sagte, da hatte ich ein Vierteljahr. Hier hatte ich 2 Wochen, mich vorzubereiten. Also es ist dann schon, fand ich nicht unspannend. Und er hat ja alles selber eingesungen, neu. Und auch die Gitarre gespielt. Also genau, alles, der andere Gitarrist, das war ganz witzig, wir hatten Dienstag noch eine Filmpremiere U3000 mit Thomas Tulpe. Und der Gitarrist der Band U3000 hat tatsächlich in dem Gundermann-Film wiederum den Gitarristen der Band gespielt. Also der ist doppelt dann da. Ja, das war, ja okay. Ich muss sagen, ich habe noch nicht gesehen. Ganz toll. Kanntest du Gundermann vorher? Also überhaupt nicht, konnte damit nichts anfangen, habe den Film gesehen. Man muss das nicht. Man hat trotzdem einen tollen Film, auch wenn man nichts über ihn weiß. Ich wusste ein bisschen über ihn. Ich kenne das eine Lied von Tamara Danz, wo sie ja klar sagt, dass sie ihn hasst und gleichzeitig irgendwie auch mag. Faszinierendes Lied. Und das, mehr wusste ich gar nicht. Und das reicht. Ich hatte auch nur, also ich wusste von, also mir war bewusst, es gab mal diesen singenden Baggerfahrer und sowas, aber ich hatte auch kein Lied vorher gehört, nix. Und ich musste die ganze Zeit immer nur an diesen künstlichen Überbiss, den Alexander Scher hat, weil man es halt gesehen hat. Was aber auch nicht schlimm ist. Das ist mir halt nur aufgefallen. Und alles, was in den 70er Jahren spielte, aber ich nehme nochmal die Perücke ab. Da hat man halt gesehen, dass es eine Perücke war. Aber ansonsten alle durch die Bank weg eigentlich toll gespielt, muss man sagen. Also auch und manchmal auch so
ist vielleicht für so einen gelernten DDR-Bürger, wie wir das noch sind, gell, Helge? Sowieso. Sind halt schöne Sachen dabei, ne? wo man auch mal so eine schöne DDR-Wohnung mal wieder sieht, so eine WBK 70, ist das auch mal wieder schön. Momentan habe ich sowieso den Eindruck. Und die Waschmaschine, die er der Conny schenkt früher, die hatten wir, so eine Waschmaschine hatten wir zu Hause. Bitte erzählen. Entschuldigung, nee, ja. Macht ja nichts. Ist ja deine Sendung. So. Bisschen was halt geht. Ja, ich habe noch was anderes. Ich habe nämlich nach dem Polizeiruf, den gibt es ja Mediatheken, die man nutzen kann, habe ich mir das angeguckt. Habe ich auch den Abend habe ich gesehen. Gelernte DDR-Bürger kennen Dean Ried wahrscheinlich noch, wäre dieses Jahr 80 geworden. War eine interessante Dokumentation, ein paar Sachen auch drin gewesen, die kannte ich noch nicht. Renate Blume haben sie dann jetzt nicht nochmal zum Interview bekommen, das war ja seine letzte Frau. Und es gab ja da die wildesten Spekulationen über seinen Tod, über seinen Selbsttod. Das war auch wirklich, kann ich mich erinnern, das war zu meinen Studienzeiten auch, war ein großes Thema. Auch warum, weshalb, wieso und was ist da passiert. Ja. Ich habe auch jetzt diesen MDR-Abend halt gesehen für Dean Ried. Für mich war Dean Ried halt auch mal komisch, ne? Der Amerikaner, der in der DDR gelebt hat, ja, komisch. Und Renate Blume Ried halt verheiratet war. Ja, ist schon ein bisschen komisch. Ne? Zwei, drei Italo-Western hat er auch gedreht, sagt der Italo-Western-Fan. Und die sind so... Also er ist so schlecht als Schauspieler. Ich denke, es hatte Gründe, warum er ging. Und ihn eigentlich, hat man gesagt, wir nehmen ihn hier hin, Gitarre halten kann er. Nee, als Schauspieler, das geht gar nicht. Im zweiten Sabata unter anderem, da ist man doch, findet man es sehr lustig, wenn dann ein Haufen Schauspieler, die es alle können, und dann taucht er im Bild auf und sagt, Junge, sag doch einfach nur deinen Text auf und geh aus dem Bild. Aber auch das fiel ihm schon ein bisschen schwer. Sicherlich interessante Figur, aber sagen wir mal, zumindest als Western-Darsteller, jedenfalls in den echten Italo-Western eher ungeeignet. Und also, Tom Hanks hatte jahrelang die Rechte dran und wollte das Leben ja, der rote Elvis, so sollte der Film auch heißen. Und er hat jetzt, dieses Jahr oder letztes Jahr, hat er das Projekt endgültig, schade, hätte ich sehr gern gesehen. Also jetzt nicht wegen Tom Hanks, also den, sagt dir Dan Reed noch was? Nein. Ja, bist du denn überhaupt? Du musst ja auf jeden Fall älter als 25 sein. Ne? Ja, ich bin 26. Oder 26. Mhm. Ich war war es 18 bis 25? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Bedingungen waren. Bist du zwischendurch? Dann herzlichen Glückwunsch nachträglich. Nein, ich bin nicht zwischendurch. Oh. Dann haben wir jetzt schon wieder einen Skandal aufgedeckt, dass du eigentlich älter bist, als du sein darfst? Nein. Ja. Wir reden ja nicht drüber, sonst heißt es wieder. Ja, alles in Ordnung. Wir haben zwei Einträge von Jasper. Ja. Und zwar, der Polizeiruf nervt, ich gucke lieber Overturned von Alexander Huber. Kann ich leider nichts mit anfangen. Alexander Huber ist der Österreicher, der jetzt nicht unser ehemaliger FSJ. Der FSJ, genau. Gut, okay. Und Grüße aus Santiago und Glückwunsch an die neue Magdeburger Jungfrau. Ja, danke schön. Guckt uns bis in Santiago. Also Jasper, der natürlich Magdeburger ist und jetzt gerade wahrscheinlich im Urlaub in Santiago ist. Ja, genau. Nee, wird da neue Aufnahmen für den offenen Kanal einfangen zum Jubiläum. Wir haben gesagt, wir schicken die Leute einmal um die Welt. Wir haben es ja. Danke für Ihre Rundfunkgebühren, meine Damen und Herren. Da haben wir einfach mal ein Lokalstudio in Santiago. Wir haben ein Flugzeug geschartert und schicken ihn damit durch. Das ist also billiger als Linienflug. Weil wir es können. Ja. Ich meine, wo ist denn die Geschäftsführerin des OKs gerade? Die ist auch nicht in Deutschland. Warum? Danke für Ihre Rundfunkgebühren, meine Damen und Herren. Das möchte ich mal sagen. Ich möchte noch ganz kurz was erzählen. Ich hatte... Darfst du? Ist es deine Sendung? Ist es meine Sendung? Ist meine Sendung. Ich muss jetzt ein bisschen Bashing machen, ja? Für einen lokalen wie sagt man denn? Vertrieb? Ja, genau. Ne? Also nicht die Deutsche Post, muss ich mal sagen. Jetzt stelle ich mir vor, jetzt kommt der Zusteller und hat hier ein Mosaikheft, also ein relativ dünnes Blättchen und hier eine offensichtliche Büchersendung in Form eines Ziegelsteins, auch von dem Gewicht. Und steht jetzt vor meinem Briefkasten und denkt, wie rum schmeiße ich das am besten ein? Ich greife mal vorweg, er hat gesagt, ich schmeiße erst das rein und schmeiße den Ziegelstein hinterher. So sah dann auch das Heft aus, ja? Liebe Biberpost, möchte ich nicht nochmal haben. Finde ich nicht schön. Also ich meine, ist doch jetzt auch kein Atomphysik, oder? Ja, du weißt aber gar nicht, wer dahinter steckt. Vielleicht hat er gerade Stress gehabt zu Hause oder Stress das in der Firma. Entschuldige mal bitte. Vielleicht hat die Volksstimmung angerufen, der muss die Biberpost schneller austragen und alles sowas. Also da muss ich meine Lanze brechen, ja, auch für meine Volksstimme-Austrägerin. Die macht das für jeden Tag und ich bin da auch sehr dankbar drüber, auch wenn es nicht immer ganz pünktlich ist. Sie hat aber so einen großen, manchmal kommt sie ja sonntags. Nein, sonntags kommt sie nicht, aber wir machen schon ab und zu gerne mal einen Plausch. Eine ganz liebe, nette. So also, spät kommt die, dass nee, wenn so du spät wach bist, ist ja nicht zu fassen. Nein, sie hat mir das mal erklärt. Uhr langsam, ja. Also sie hat mir das mal erklärt. Ich habe mich mal offiziell mal beschwert. Ja, und seitdem? Und dann kam sie, haben wir uns mal getroffen und sagte, sie waren das, ja.
Und dann gab es ein kleines Disput, aber das wurde dann relativ schnell und geklärt. Und jetzt weiß ich auch die Hintergründe. Und ja, was war, das Problem, da die Hintergründe sind, sind einfach zu wenig Leute da, die praktisch das austragen. Das finde ich auch verständlich, ja. Aber trotzdem, verstehst du? Also ja, da beneide ich meine Kollegen teilweise in anderen Stadtteilen. Die haben dann also früh um sechs schon. Ich habe es einmal erlebt, die waren die gar nicht schlecht. Die haben es so geschafft, eine Videokassette, ich weiß nicht wie, es war damals noch in Waschfass-Zeiten, in den Briefkasten vom Waschfass hinein zu prügeln. Ja. Will sagen, die ließ sich auch kaum noch daraus wieder entfernen. Und das war auch verbogen alles. Wo ich sage, warum legt man es da nicht drauf? Nee, ich habe es da reingekriegt. Es ist zwar nicht ganz drin, aber so gut es geht, ist es drin. Es ist keinem gut bekommen. Es war also schon DVD noch, aber egal. Es war so süß, wie die sich eine Mühe gegeben haben, dieses Ding da rein zu prügeln. Der muss einen riesigen Hammer dabei gehabt haben. Wir haben es wirklich wie eine Operation. Also es war wie eine Obduktion, dieses da wieder rauszunehmen aus dem toten Briefkasten. Wie hast du denn deine... wie hast du denn erfahren, dass du die Jungfrau bist? Per Post, Mail, Anruf. Facebook, Anruf, einen schönen Anruf. Ja. Gut. Wurde angerufen? Ja. Wer hat angerufen? Frau Sandra Yvonne Steger persönlich? Nein, das nicht war mal die Caro. Die Caro, ich kenne die Caro nicht. Ja. Ja. Das, aber die MMKT hat dich angerufen, oder wer? Die Marketing. Ja, genau, die haben angerufen. Genau. Die sind ja auch, weißt du denn, wer das entschieden hat oder warum? Nein, da habe ich jetzt auch gar nicht nachgefragt. Wenn man es ist, warum? Jo, auch, ne? Ja, genau so. Interessiert einen eher, wenn man es nicht gewonnen ist, warum? Woran es gehakt hat? War das dein erster Versuch oder hast du dich vor 3 Jahren schon mal? Nein, das war das erste Mal. Das war wirklich intuitiv, dass ich gesagt habe, ich schreibe da jetzt einfach mal hin. Ja. Hast du dann, also als du es geschrieben hast, eine Mail oder einen Brief? Eine Mail. Eine Mail. Und hast du wie eine Bewerbung und ich würde gern weil oder hast du einfach nur, ja, ich würde es machen? Na, ich habe geschrieben, ich bin die und die, ja. Komme aus Magdeburg, mache das und ich liebe Magdeburg. Ich, wie gesagt, bin hier geboren und die Vereine und alles ringsherum und dann, ja, so ein bisschen was habe ich geschrieben. Ja. Habe ich geschrieben, ja, Stadtgeschichte, kenne ich, aber nicht alles auswendig und ja. Hast du locker. Sofort deinen Mann informiert oder hast du gedacht, nee, das überrasche ich ihn mit? Nochmal bitte. Hast du sofort deinen Mann informiert darüber oder? Ich habe erstmal gar nichts gesagt und als sie mich dann eingeladen haben zum ersten Gespräch, da habe ich dann gesagt, dass ich da hingehe. Seine Reaktion? Cool. Eigentlich alle. Cool und dann, ja. Hat jetzt zwischen der Mail und deiner Verbindung noch ein Treffen mal stattgefunden oder war es wirklich... Nur diese Mail und dann... Nein, das war die Mail und dann wurde ich angerufen und gefragt, ob ich Zeit habe, ein persönliches Gespräch. Dann habe ich gesagt, na klar, habe ich. Und dann haben wir dieses persönliche Gespräch geführt und dann wurde ich wieder angerufen und dann haben sie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du möchtest, darfst du. Und hast du das mit deinem Arbeitgeber, also hast du ja einen Stallknecht angerufen, ist ja dein... Das gesagt? Habe nicht ich gemacht, das haben die dort gemacht. Oh. Weil ich natürlich auch gefragt wurde, ob das funktioniert. Ja. Da habe ich gesagt, Nebentätigkeiten müssen angemeldet werden, aber so schnell funktioniert das nicht, dass ich innerhalb von einer Woche eine Antwort kriege, ob ich darf oder nicht. Und von daher... Bist du angestellt oder Beamtin? Ich bin verbeamtet. Verbeamtet, dann muss es nicht so angezeigt werden, dann muss es sogar genehmigt werden. Naja, natürlich. Genau, weil Angestellte brauchst du mal anzeigen. Ja, nein, es muss auch genehmigt werden. Genau, ja. Genau. Manche Beamte brauchen gar nichts tun. Die und meisten. Du musst nicht immer von dir reden. Nein, ich bin nicht verbeamtet. Immer diese Lehrergeschichten. Wir müssen nichts tun, wir armen. Genau. Bist du in der Gewerkschaft? Ja. Die Grüne oder die Blaue? Darf ich das sagen? Du brauchst so ein Grün oder Blau sagen, dann weiß ich jetzt. Grün. Sehr schön. Schon sympathisch. Ja. Herr Petermann ist... Also GDP. Die GDP. Ja. Herr Petermann ist ja auch in Rente gegangen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Genau. Ganz traurig, der war ein ganz netter Mensch. Ja. Hat mir geholfen. Nie kennengelernt. Wie geholfen? Bei der Obduktion? Auswahlverfahren damals. Wie hat er persönlich? In Aschersleben, ja. Na klar, ich habe... wenn ich das erzählen soll. Bitte. Das war... Er sagt, man musste sich ja erstmal bewerben. Ja. Und dann diese ganzen Einstellungstests machen. Und da gibt es ja erstmal den Deutschtest und dann Intelligenztest und dann so ein persönliches Gespräch. Und da haben wir dann telefoniert und hat er mir gesagt, was so gefragt werden könnte und sowas, dass ich halt viel von mir selber erzählen soll, weil das ist, also 20 Minuten sind angedacht bei dem Gespräch und umso mehr ich von mir selber erzähle, umso weniger können die fragen. Ja, ja, das stimmt, ja, genau. Ja. Weil du es gerade, kannst du mal sehen, was für lausige Journalisten wir sind, dass wir nicht selber drauf kommen. Aschersleben war jetzt das Stichwort. Ja. Was ist denn da jetzt los, sag mal? Also du warst wahrscheinlich dann auch in Aschersleben damals auf der Polizeischule, ne? Ich bin ja immer noch oder da. Bist, ich bin jetzt, wie gesagt, nur im Praktikum. Ja. Bis Ende Februar nächsten Jahres und
danach bin ich auch wieder mein letztes halbes Jahr ja, in Aschersleben. Aber was ist denn da los auf einmal? Naja, ihr müsst euch vorstellen, wenn 10 Leute da sind an der Fachhochschule, dann ist vielleicht einer, der, ich sag's mal, deutschen Flitz im Kopf hat. Ja. Ja, wenn man aber Tausende hat oder 2000, dann sind das natürlich prozentual auch mehr. Ja, wo halt mal was schief läuft. Dann gibt es auch viele junge Anwärter. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass nur die Jungen schlimm sind, dass sie jetzt alle Mist bauen, aber es gibt halt immer ein, zwei schwarze Schafe. Und das ist aber so, was ich sehe, ist, dass die Presse sich genau das immer rauspickt. Keine guten Sachen, sondern natürlich immer die schlechten, weil die lassen sich besser verkaufen. Ja gut, aber es ist natürlich schon... Aber ich kenne viele Arschlöcher, die sagen, wenn ich Drogen brauche, ich gehe zur Hochschule. Das ist auch Quatsch, weil es wird natürlich dann nur hochgeschaukelt. Ja. Klar. Ja. Aber ich habe jetzt nochmal die Seite eurer Nachwuchsfahndung. Ich meine, die Idee ist nicht schlecht. Bei Fahndung reagiert der Deutsche insbesondere ja sofort. Ja. Ja. Weißt du da jetzt mittlerweile schon mehr? Hat sich das denn bewährt, diese Aktion? Oder? Ja, hat sich bewährt. Das glaube ich aber immer noch zu wenig, weil einfach alle Bundesländer suchen. Ja, weil jetzt alle auf einmal wach geworden sind und sagen, so, wir brauchen jetzt Nachwuchs, Nachwuchs, Nachwuchs. Und ja, also wir haben schon genug. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt gerade im September war jetzt die neue Einstellung. Ich weiß nicht, ob das jetzt gereicht hat. Also ob die Zahl, die angestrebt war, ob die erreicht wurde, das weiß ich nicht. Aber es sind schon viele. Die Polizei stockt ja auch wieder auf, oder? Also es war ja jahrelang war es ja abschmelzen. Ja. Bei uns ja auch der Versuch des Aufstockens, aber... Ja. In meinem letzten Kurs in der 12. habe ich gefragt, und wer möchte mich denn unterstützen nächstes Jahr, wenn ihr Abitur habt? Möchte mich denn beerben? Da ging kein Finger hoch. Du wirst mit 70 noch. Ja, natürlich. Mit Rollator und Sauerstoffmaske werde ich reingerollt. Ich würde gerne deine Rollator dann nicht haben. Ich würde gerne deine professionelle Meinung hören. Mein Patenkind wurde ja eingeschult im September. Ja. Und mein Patenkind ist an einer sogenannten demokratischen Schule. Weißt du, was das ist? Kennst du das Konzept? Ist das, wenn das Konzept ist mit Lesen durch Schreiben oder ähnliches? Nee, das ist, es gibt ja keinen Stundenplan, kein gar nichts. Also das Kind, also und das, mein Patenkind ist da deswegen ganz groß. Demokratisch. Mein Patenkind hat einen Monat lang das Trampolin besucht. Da gibt es ja keinen Stundenplan, kein nix. Also die Kinder können machen, was sie wollen. Und man geht davon aus, dass das Kind tut irgendwann tut mir sagt, leid, da bin ich old-fashioned und sage, nee, sagst, also nein. Eine gewisse Struktur braucht man dann doch schon. Also Entschuldige, ich finde, ein Monat Trampolin ist ein guter Anfang. Das ein Jahr durchhalten, man ist dann möglicherweise kann Trampolinmeister werden und in der Richtung weitergehen. Okay, lesen, schreiben, das ist aber wird überschätzt. Nee, also es ist wirklich so, weil, das wusste ich vorher auch nicht, es gibt ja eine Schulpflicht, aber die sagt nicht aus, was da gemacht werden muss, sondern nur, dass man anwesend sein muss in der Schule. Und das ist also, da bin ich dann schon eher bei der Waldorfschule als bei der Trampolinschule. Das ist ja nochmal noch. Und da gibt es, wie gesagt, wenn das Kind irgendwann, also das Konzept geht davon aus, es ist eine staatlich anerkannte Schule, möchte ich nochmal sagen. Das Konzept geht davon aus, Kinder wollen es von alleine und irgendwann, also es gibt ja auch keine Klassen in dem Sinne, sagt das Kind, ich möchte jetzt das und das lernen und dann wird eine sogenannte Vereinbarung abgeschlossen mit dem Lehrer und dann muss es auch, man kann auf dieser Schule auch keinen Abschluss machen. Wenn das Kind sagt, ich möchte jetzt Abitur machen, also später dann, muss es das auch in einer anderen Schule machen. Also der Lehrer bereitet das Kind zwar darauf vor, aber es wird woanders gemacht dann. Trampolin-Leistungskurs ist ja in Berlin sicherlich an einigen Gymnasien machbar möglich. Du musst ja nicht fragen, dass mein Kind in Berlin wohnt. Demokratische Schule. Aber ich hätte jetzt auch gefragt, so ist das nicht. Ja. Das ist vielleicht ist es eine demografische Schule. Die Kinder werden an der Schule alt. Nee. Weil da wäre ich mein Leben lang geblieben. Wenn ich immer Trampolin springe, ich hätte es gemacht. Demokratisch deswegen, weil es findet einmal in der Woche findet die sogenannte Schulversammlung statt. Und dann nehmen auch alle Kinder, auch, also im Prinzip, wenn sie wollen, sie müssen es ja nicht machen. Also im Prinzip auch mein Patenkind, was ja 6 Jahre logischerweise ist, kann daran teilnehmen und da wird alles beschlossen. Und theoretisch, so hat man uns das erklärt, wenn die jetzt sagen, wir möchten jetzt einen Chinesischlehrer haben und alle sagen, oder die Mehrheit sagt ja, dann muss, also dann wird dir natürlich klar gemacht, dafür müssen wir jetzt den Mathelehrer entlassen oder sowas, aber dann wird halt ein Chinesischlehrer eingestellt. So ist das. Interessant. Meine Damen und Herren, ja bitte? Ja, interessant. Ja. Also außer nichts, möchtest du nicht nochmal wechseln nein, auf deine alten das, Tage? Nein. Nein, bist du lieber dein Gnadenbrot? Mein Gnadenbrot, ja genau. In Magdeburg Neustadt verbringen. Und Ignaz Kirchner ist gestorben, habe ich heute gelesen. Ignaz Kirchner, wer ihn nicht kennt, ganz toller Burgschauspieler gewesen.
aber auch vielleicht die ein oder anderen Sonnenallee und NVA hat auch mitgespielt. Ganz toller Schauspieler. Hast du schon ein Foto gefunden? Bin dabei zu googeln, aber das Internet ist heute mal wieder ein bisschen. Das Internet, wir sind aber auch hier, also länger. Wir schicken halt unterwegs. Die Leute nach Santiago, aber dann reicht es halt nur noch für Edge halt. Ne? Und sagst du, du kennst ihn als Kircher, ich könnte jetzt gar nicht so viel über ihn berichten. Ich kenne ihn eigentlich auch nur aus diesen beiden Filmen, wo er den Bruder von der Mutter gespielt hat, der halt immer geschmuggelt hat. Ignaz Kirchner, ganz toller Schauspieler. Leider gestorben, aber es geht uns allen so. Herr Tilschneider hat jetzt das Ende der patriotischen Plattform angekündigt. Ja, da hast du noch. Sehr gut, danke. Das ist nicht Herr Tilschneider, das ist Ignaz Kirchner. Ignaz Kirchner. Genau. Ganzes Gesicht, ja. Hm. Hat das was damit zu tun? Also nicht das, danke, Schlussstrich. Okay. Unser lieber Freund der Sendung, Till Schneider hat jetzt das Ende der patriotischen Plattform angekündigt, weil halt alle Forderungen innerhalb der AfD erfüllt wurden. Hat natürlich nichts damit zu tun, dass der Verfassungsschutz gesagt hat, eventuell müssten wir die AfD beobachten. Und er hat auch sein Büro da in diesem Haus mit der identitären Bewegung, die sich da quasi ein Büro geteilt haben fast, hat er jetzt auch gekündigt. Also nicht nur das, er hat ja das Haus teilweise mit bezahlt, hat also da Geld reingesteckt in eine kriminelle Vereinigung, kann man so sagen. Also Till Schneider ist schon ein eher, wobei sein schönster Satz bleibt, den er damals im Puppentheater sagte, als es um Theater ging, er forderte ja mehr deutsche Theaterstücke an den Theatern, worauf dann die meistgespielten Autoren genannt wurden, Goethe, Schiller, Shakespeare. Und dann sagt er, naja, Shakespeare ist ja eigentlich auch Deutscher, wenn er übersetzt wird. Und seitdem weiß ich, dass Till Schneider ein sehr heller Kopf ist. Und der ist in der patriotischen Plattform gut aufgehoben, zusammen mit Shakespeare, wahrscheinlich auch mit den anderen großen deutschen Dramatikern. Aber studierter Islamwissenschaftler, also er muss es ja wissen, ne, dass der Islam schlecht ist. Also, und ich möchte immer noch erinnern, bei der Landtagswahl, als ich da dieses Kamerateam begleiten durfte, war er der Einzige, der ja gesagt hat, okay, ich gebe euch ein Interview. Und der tolle Satz, Frau Merkel gehört in Handschellen aus dem Kanzleramt abgeführt, ne, wo ich auch dachte, da stand ich das erste Mal daneben und dachte, hat er das jetzt echt im Fernsehen gesagt? Ja? Wo ich dachte, das ist mein Mann, Herr Till Schneider, Respekt. Aber gut, ist so, ist es bei euch so Diskussion jetzt gerade auch Chemnitz und Köthen, ist das bei euch? Das ist schon immer mal ein Thema mit den Schülern, aber du weißt, es gibt ja in Hamburg, AfD-Abgeordnete haben ja gefordert oder haben so einen Vorschlag eingebracht, dass dort Lehrer denunziert werden sollen, die mit den Schülern darüber diskutieren, also politisch werden. Fand ich jetzt ein bisschen uninteressant, weil dann kann man ja Sozialkunde und Ethik und Geografie und fast alle Fächer eigentlich streichen in der Hinsicht. Und die Schüler sind nicht so doof, wie sie dann auch gerade in dieser Hinsicht manchmal dafür gehalten werden. Also die diskutieren schon sehr scharf und gerade wenn wir im Landtag zu Gast sind, das weiß ich von Kollegen, von den Sozialkunde-Kollegen, dann wird auch mal direkt gefragt. Also so ist das nicht. Aber in welche Richtung, also diskutieren deine Schüler dann eher links oder gibt es auch welche, die dann eher rechts diskutieren? Das ist unterschiedlich. Mhm. Also, Sie gerade sitzen. Ja, ich glaube ganz rechts. Also so eine Meinung wird es auch geben, gibt es an jeder Schule, aber die wird garantiert nicht so offen dann im Klassenverband ausgetragen. Das muss man dann immer auch selber für sich einschätzen. Also bei mir ist das immer so, dass ich dann auch wirklich sage, so das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung zu diesem und jedem Thema. Hm. Also ich persönlich fordere auch oder möchte, dass das die Schüler auch wenigstens aktuell Bescheid wissen. Du bist ja nun nicht, du bist ja auch kein Staatsbürger und der Lehrer sozusagen. Ne? Eigentlich ist es ja. Ich weiß gar nicht, ob mein alter Staatsbürgerkunde Lehrer noch lebt. Ja. Glaube ich. Ich hatte mal Karteikarten gehabt, zack, 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 und dann ging's los. Nee, eigentlich nein, ist es ja in Geografie zum Thema. Beispiel empfinde ich es als notwendig. Geografie. Ja, ja. Dass man auch über die aktuellen Probleme Bescheid weiß. Mhm. Ja. Und wenn wir über Globalisierung sprechen und Herr Trump dann auf einmal sagt, nee, Globalisierung finde ich doof, dann ist das schon mal eine Diskussionsgrundlage. Wie ist das denn für dich? Musstest du jetzt, oder hast du gemerkt im Laufe der letzten Zeit, dass du jetzt, wenn gerade Köthen ist, wurde dann befohlen, irgendwie, auch wenn du eigentlich bei der Kriminalpolizei jetzt bist, aber so Bereitschaft oder sowas? Ja. 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 Und also die Kollegen haben auch Bereitschaft, wenn wirklich so viel Sachen, Veranstaltungen aufeinandertreffen. Wir haben ja Fußball, wir haben ja Halle Magdeburg, dann haben wir Handball, dann haben wir das in Köthen, wir haben auch in Wittenberg immer Veranstaltungen oder dann gibt es eine linken Demo, dann gibt es da eine Demo und da haben auch wir Bereitschaft, ja. Ja. Ist ja heute war ja heute Schlagzeile sogar in der Zeitung, dass das Spiel von Halle, das am Wochenende abgesagt worden ist, aufgrund der
vielen Geschichten drumherum. Also von daher merkt man, dass sie natürlich, deshalb auch, was mich interessieren würde, ist es auch mehr Arbeit jetzt geworden dadurch? Also wirklich mehr Dienste, die, geschrubbt ist das falsche Wort, aber die gemacht werden müssen, weil gerade das zunimmt mit diesen Demonstrationen und Ähnlichem? Ich glaube, da kann ich noch nicht ganz so viel zu sagen, weil ich noch nicht so tief drin stecke, sag ich mal, weil das Praktikum ist ja nur ein Praktikum erstmal seit 1. September, so gesagt. Und vorher, sonst bin ich in der Fachhochschule, ja, in Aschersleben. Und da haben wir Montag bis Freitag und dann Wochenende, Wochenende. Ja. Wo möchtest du denn polizeilich dann mal hin? Ich hoffe, dass ich in Magdeburg bleiben kann. Ja, nee, ich meine jetzt mehr so die Fachrichtung. Also zur Kriminalpolizei oder? Das ist sehr interessant. Ja. Ich habe ja ab Anfang November, so gesagt, dann habe ich mein Praktikum bei der Schutzpolizei. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, dann ist man draußen auf der Straße und danach, ich sag mal so, dieses Praktikum möchte ich erstmal mitnehmen und dann kann ich mich entscheiden, es wird auch nicht, also wir können uns auch noch nicht festlegen. Ja, es kann auch sein, dass man irgendwo hingesteckt wird erstmal. Aber gibt es was, wo du sagst, also eigentlich bin ich zur Polizei gegangen, weil ich das machen wollte? Nein, noch nicht. Erstmal so. Ich bin da unbefleckt reingegangen. Ja. Ich lasse mich überraschen. Ich nehme jetzt wirklich alles mit. Ich sauge das ganze Wissen auf. Ja. Weil es ist, jeder Tag ist interessant und jeder Tag bringt was anderes. Ja, Stahlknecht wollte ja mal eine Reiterstaffel. Ne? Will er die eigentlich immer noch? Nein. Hat das verkauft, das Gestüt. Das Gestüt. Hundestaffel ist auch sehr interessant. Ja. Aber Reiterstaffel sagt man, okay, Reiterstaffel, da reiten die Leute auf Pferden. Hundestaffel, das ist jetzt nicht so. Nee, die reiten dann nicht auf Hunden. Eben, so. Die essen Hotdog, das ist ganz simpel. Ah. Wie groß bist du denn? 1,61. Ich habe es nämlich vorhin gerade gesehen, da stand 1,60, aber bist ja gerade so. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter und habe ja jetzt die Ausbildung nochmal angefangen. Ach so, ja. Ich habe ja schon eine Berufsausbildung gehabt vorher. Ja. Und ich wollte mit 16 Jahren schon zur Polizei und da war die Mindestgröße 1,63. Ja, und deswegen wäre ich nicht durchgekommen. Echt, da haben sich die 2 Zentimeter abgehoben. Ja. Wir kriegen hier Leute. Fragen, was Sie vorher gemacht haben? Ja, Kauffrau im Einzelhandel. Ah ja, wo waren Sie denn? Bei Porta Möbel. Bei Porta, okay. Ja. In Langenwedding. Sehr schön. Nein, Porta, das ist Höfner. Das sind die schlechten. Wir müssen aber Gruß nach Halle. Wir müssen ja immer ganz viele Möbelhäuser, die sind alle sehr gut. IKEA ist jetzt auch ein Jahr schon da. Ja, toll. Ich kriege aber vielleicht da eins, ich habe einmal eine Couch gekauft bei Porta und seitdem kriege ich einmal im Monat eine SMS, wie kann ich diese, also eine Werbe-SMS, wie kann ich die wieder abbestellen? Einfach anrufen. Sehr gut, mache ich, anrufen. Bei Porta. Mhm. Und sagen, die Couch war so kacke, wenn ihr euch nochmal meldet, komme ich vorbei. Aber eigentlich das ist ein Anruf, denn nach der neuen Datenschutz-Grundverordnung hat, glaube ich, jetzt jeder von uns zig Mails nach Hause bekommen. Ich musste nur nicht bei meinem Hausarzt jetzt was unterschreiben. Dann nicht nur beim Hausarzt, ich war letztens an der Uniklinik. Du bist ja nur beim Arzt. Ja, natürlich. Du bist ja öfter beim Arzt als in der Schule. Und schon sind wieder Ferien, weißt du? da musste ich knapp 20 Seiten, habe ich zu der Oberärztin gesagt, 20 Seiten? Ja, sagt sie, es tut mir leid, das wurde so beschlossen vom Vorstand, 20 Seiten, das liest sich da aber nicht. Nee. Ich sag mal, Oma Hilde liest sich doch das nicht alles durch. Ja. Nee, das ist ja Blatt Papier, alles so klein geschrieben. Das kleine Gedruckte im wahrsten Sinne des Wortes. Wie die Facebook-ABGs, die Apple-ABGs. Mhm. Na toll. Und was stand da? Hast du es dir durchgelesen? Nein, natürlich nicht. Tut mir leid. Aber ich habe unterschrieben, gebe ich zu. Auf Agree geklickt, ne? Ja, so ist es. So die Leiche verbleibt im Besitz des Arbeitgebers. Genau, das ist nochmal so Dinge, die Musstest man nicht Musstest du schon mal ein FCM-Spiel mit absichern? Ja. Ja, und ist das also in vollem Ornat so mit Ja, wir hatten unser erstes, also ich bin jetzt im zweiten Berufspraktikum und wir hatten unser erstes bei der Bereitschaftspolizei. Das war letztes Jahr Dezember bis Februar diesen Jahres. Und da waren wir auch einmal bei Halle, also im Halle-Spiel. Ja. Da war ich direkt im Stadion und einmal vorm Stadion in Magdeburg hier. Und ist das? Nur abgesichert, da war nichts, da war alles friedlich. Also, die Magdeburger sind friedlich. Natürlich, aber die Hallenser doch nicht, das wissen wir doch. Aber was mich schon interessieren würde, wenn Sie sagen, mit 16 war der Gedanke dann da. Was waren damals so, warum so, ganz doofe Fragen, sind es Kriminalromane gewesen oder aus der Verwandtschaft jemand, genau, eine Mischung aus beidem? Genau, mein Opa war hier in Magdeburg, Regionalbereichsbeamter. Natürlich. Und was früher der ABV war, oder hier der Kontaktbeamter? Ja, Kontakt, heute, genau. Das Lustige ist auch, dass mein Opa direkt in Reform war, wo wir auch gewohnt haben. Und sogar mein Mann, der ist damals noch zur Schule gegangen, als mein Opa noch gearbeitet hat. Und die haben den frühmorgens sogar gegrüßt. Ja, also so lang hat der das gemacht. Und das ist so wie ein kleines Vorbild für mich. Ja, und aus dem Grund habe ich gedacht, ich möchte auch.
gut, das ist nachvollziehbar. Das ja. Ist schade, jetzt haben wir es nicht, weil wir zwei Dödels hingekriegt haben, aber ich habe gesehen, es gibt ein Foto von dir ja. als Kind mit deinem Opa genau zusammen, mit der Mütze. Genau. Haben wir jetzt so schnell nicht gefunden, weil der Informatiklehrer halt. Ja, na klar, schieb's wieder auf mich. Na, wen denn sonst? Gibt dafür habe ich jetzt ja? das Bild noch, weil wir gerade erzählt hatten, wieder nicht gewonnen. 3-3, als ob sie zum Schluss drauf gewartet hätten. Macht uns noch ein Tor rein, oder? Das war ja auch am Wochenende schon schlimm mit Paderborn. Das war ja schon nervenaufreibend. Ich stecke ja nicht so drin. Wir haben noch nicht ein Spiel gewonnen, ne? Also wenn ich wir aber sagen, Paderborn, finde ich, war ein Erfolg, während Duisburg, finde ich, ist ein Misserfolg, weil es der Tabellenletzte. Und da nur ein 3-3, da noch 3 rein zu, ich meine, was sie in Paderborn geschafft haben, vom 2-4 wieder auf 4-4 ranzukommen, finde ich eine schöne Leistung. Mhm. Aber Duisburg irgendwie, sie sind halt Tabellenletzter. Und wenn man gegen Tabellenletzten zu Hause 3 Tore kassiert, also die schießen 7 Tore in 2 Spielen, kassieren aber auch so viel. Also irgendwie würde ich die Abwehr mal vielleicht bei einer Arsch aus Leben schicken, um ihnen zu zeigen, was passieren kann. Also ich weiß nicht, nee, ich finde es wirklich ein bisschen eigenwillig, dass sie tatsächlich so hinten so ein bisschen im Moment gerade, also jetzt zumindest im letzten Spiel schlecht stehen. Mhm. Leute, die öfter da sind, sagten mir, der Atem reicht doch noch nicht ganz bis zum Ende. Also es ist immer noch, man merkt, dritte Liga wäre alles gut, aber zweite Liga, sie sind nach 70, 80 Minuten doch ausgepumpter, die noch nicht so da. Das sagt sie aber immer leicht, wenn man so wie ich dick auf Bänken sitzt und sagt, mach doch mal. Also von daher will ich da nichts sagen. Aber es ist ein bisschen schade, während zum Beispiel der SCM, auch das könnte man vielleicht an der Stelle ruhig mal sagen, 14-0 Punkte, Tabellenführer. Und ich finde, gegen Kiel mit 5 Toren, glaube ich, Unterschied zu gewinnen. Sensationell. Also die spielen im Moment gerade so überragend, wie zuletzt wirklich in den, wo sie Meister mal waren und Champions League hatten. Es ist richtig, ich muss sagen, der Wiegert hat eine tolle Mannschaft geformt, die wirklich richtig, richtig gut spielt. Und auch wenn da mal jemand ausfällt, sie kriegen es trotzdem hin. Also ich drücke die Daumen, dass das so weitergeht, aber ich bin erstmal vollkommen beglückt. 14-0 Punkte ist ein Hammer. Und dazu gegen Mannschaften da oben. Jetzt der nächste ist ja in Berlin am Wochenende. Kleine und da hat ja Berlin schon gleich gestichelt von wegen Fair Play, weil es gab ja hier das Champions League Final Four und die Magdeburger haben sich dann entschieden, beim Endspiel für die Franzosen, die dabei waren, zu rufen, weil sie die Berliner Fans, die Berliner Mannschaft als absolut unfair empfunden hatten und weil Joel Abbati dabei war, der ja früher also der Gastwirt war und der war ja mal bei Magdeburg und es war der Franzose hier und dann war, also es ist alles auf Seiten der Franzosen und die haben die nach vorne gepeitscht zum Sieg, die haben auch gewonnen und die Berliner haben das als extremst unfair empfunden, dass das Publikum plötzlich komplett hinter der französischen Mannschaft stand, müssen sich aber benommen haben wie Sau vorher und von daher verständlich auch und ich fand es cool, dass die Magdeburg eine französische Mannschaft da anfeuern, hatte was und jetzt hat Berlin erstmal geschaltet, jetzt Magdeburg, ihr könnt sehen, wie Fairplay geht in Berlin. Berlin, natürlich. Das ist Berlin. Ich erhoffe mir eigentlich immer, dass wenn der SCM mal, also dass der SCM so motivationstechnisch für den FCM auch mal so ein bisschen naja, nach gut, vorne prescht. Also dass sie sagen, nehmt euch mal ein Beispiel am SCM? Naja, so direkt nicht, aber ich glaub, es gibt ja Verbindungen. Ja. Ich glaube, die Motivation fehlt dir nicht. Ich denke mal, der FCM, man darf nicht vergessen, die sind das erste Jahr. Ja. Zweite Liga ist hart. Und da sind Mannschaften, das darf man nicht vergessen, HSV Köln, das sind wirklich große Mannschaften, aber auch St. Pauli Union. Da ist wirklich, das Brot ist sehr viel trockener und ich finde, naja, so Stück für Stück wird es ja. Es dauert halt länger, das scharf zu stellen, aber es ist wirklich eine ganz andere, und jeder wusste, es geht gegen Abstieg. Und also wir sind im Moment so auf Relegationsplatz. Ja, ich meine, ich denke, die Motivation ist da. Ich wüsste nicht, dass die demotiviert wären. Der Trainer ist gut auch, der hat tolle Arbeit in der dritten Liga gemacht. Der Vereins, der Kalnick ist wirklich ein guter Manager. Ich denke auch, das ist eine Mannschaft, die Potenzial hat. Ich denke, die können die Klasse halten, mehr ist es nicht. Aber das wusste jeder vorher. Das Geld ist gar nicht da, zu sagen, man macht mehr. Ich gucke dir eine Mannschaft an, wie Hamburg oder Köln, die stecken wirklich Riesengelder rein. Hamburg muss zum Beispiel aufsteigen. Wenn die nicht aufsteigen, ist es für die ein Hammer. Und die haben gerade eine Riesenniederlage weggesteckt. Also kurz und gut, ich finde, Magdeburg spielt, was die Verhältnisse betrifft, so gesehen, doch okay. Aber du bist auch FCM-Fan, ne? Ja. Genau. Also wie ist das, wenn du dann ins Stadion musst? Also blutet dir dann auch, also bist du mehr so da beim Spiel oder musst du dann halt auch, wenn du da Dienst hast, also weißt du, das ist ja dann bestimmt auch schlimm, oder? Oder schwer? Nein, also bei diesem einen Spiel, ich war ja wirklich bloß bei einem, wo ich draußen mal mit abgesichert habe, dass alles rund läuft, dass die vernünftig hingehen zum Stadion und auch danach wieder vernünftig weggehen. Und wir sollten natürlich draußen bleiben, wir konnten es nicht mit anschauen. Das war das Schlimme. Ja. Wenn ich schon mal im Stadion bin, darf ich nicht mit rein. Ja, ich habe es dann einfach im Radio gehört.
Das ist auch schön, oder? Ja, war total schön. Aber, ja. Aber ja, wie siehst du, was Lars eben gesagt hat? Was spielt der FCM eine gute Saison bisher? Ich finde, die müssen erstmal reinfinden in die Bundesliga. Und ich glaube an die Jungs und die packen das. Wir hatten gerade mal angefangen, die Saison. Ja, das dauert noch und die machen sich noch. 100%. Ist eigentlich als Magdeburg-Jungfrau ist da auch, dass der FCM mal sagt, hier Spieleöffnung oder sowas? Ich wäre dabei, ja. Es ist aber nicht so, oder? Also dein Auftraggeber ist ja quasi die MMKT, also der Oberbürgermeister im Endeffekt. Ja, ne? Aber hast du dich mit deiner Vorgängerin eigentlich, habt ihr euch getroffen? Wir haben uns bei der Übergabe ja getroffen. Ja. Und, aber viel Zeit zum Reden hat man nicht, sagen wir es mal so. Aber hat sie so ein bisschen erzählt, was so auf dich zukommt? Oder? Ja, hat sie schon. Nicht, wie gesagt, nicht viel, aber dass man halt zu Veranstaltungen fährt. Ich zum Beispiel fahre nächste Woche nach Berlin. Ja, das da kannst du aber mal sagen, hier sollen wir nicht so rumhacken, hier Fairplay und so. Was ist in Berlin? Tag der Deutschen Einheit wird. Ach stimmt, ja gut. Okay, also nächste Woche Dienstag, Mittwoch ist ja erst der 3. Oktober. Aber da bin ich, also gesagt, das geht über mehrere Tage. Ja. Und das vor dem Reichstag ist wohl... Jedes Bundesland hat da so einen kleinen Stand oder sowas und kann sich präsentieren. Und da bin ich halt und vertrete Sachsen-Anhalt und Magdeburg. Ist der offizielle Festtag in Berlin dieses Jahr, ja? Ist das so? Jetzt auch noch Dresden. Keine Ahnung, ich weiß nicht, dass in Berlin habe. Ich habe gerade gelesen, wusste ich gar nicht, dass das wohl jedes Jahr gibt, so eine Art Straße, wo also unten gedruckt sind alle Ortsnamen das aus ganz. Gelesen. Aber ich wusste nicht, dass jedes Jahr. Ich dachte auch, es wäre dieses Jahr das erste Mal. Frau Butte hat sich ja da so gefreut, ne? Genau. Kannst ja mal gucken, ob da das Magdeburg-Ortseingangsschild ist, glaube ich, zwischen Reichstag und. Genau. Es wird irgendwo M. Genau. Jedenfalls wünsche ich viel Erfolg. Das ist dann doch schon. Ja, ich freue mich. Größer, aber Berlin ist ja auch an sich angenehm. Und vor allem, wenn es am Tag vor dem Einheitstag ist, könnte die Stimmung auch noch angenehm, freundlich, fröhlich, gut gelaunt sein. Wirst du denn nach Nashville, weißt du da schon, ob du vielleicht mal in die Partnerstadt nach Nashville fahren wirst? Nein. Da ist zumindest noch nichts verlautbart worden, oder? Macht die Jungfrau die öffnet nicht den Weihnachtsmarkt, nee, oder so? Doch. Das wird das von am 27. Nee. Ich glaube, ich bin 23. 24, 26. 26. Ist am Montag, ne? Bin ich leider nicht in Magdeburg, aber freust du dich darauf, dass du... Also nächste Woche Mittwoch da eröffne ich das Rathausfest mit dem Oberbürgermeister. Bin ich auch schon gespannt drauf, denn wie gesagt, nächsten Monat Eröffnung vom Weihnachtsmarkt. Ja. Freue ich mich auch, finde ich schön. Ja, nur die schönen Sachen, ne? Ja. Genau. Also Gott sei Dank, dass ich nicht zur Obduktion gerufen werde als Magdeburger. Also, naja doch, wenn Otto von Gehrig dann identifiziert ist, dann müssen sie wahrscheinlich sich die Knochen angucken und sagen, auch der Otto. Das ist er. Aber der Brief jetzt, dran lecken und sagen. Das kann jetzt auch nicht passieren, wenn du zu solch einer Veranstaltung gehst, dass du dann abgezogen wirst, sagen wir mal. Nein, das wird schon vorher abgesprochen, dass ich dienstfrei habe. Aber es gibt ja bestimmt irgendeine, es wird ja so eine Art, falls es wirklich ein Notfall ist, sagen wir mal, ein Fackelmarsch würde stattfinden, was ja demnächst passieren wird in Magdeburg. Also das ist kategorisch ausgeschlossen, das ist, wenn, dann ist das jetzt... Also ich gehe davon aus, ja. Also da müsste schon was ganz Schlimmes passieren. Ja. Das ist ja. Okay. Na, da hoffen wir ja mal nicht. Ja, in Magdeburg ist endlich wieder soweit, ein Fackelmarsch in Magdeburg. Hat man lange nicht mehr. Und ein paar Nostalgiker, möchte ich es mal nennen, haben geladen zu einem Fackelmarsch. Ne? Und zwar die, ich glaube, Freien Patrioten haben das angemeldet. Ist es wieder so. Den letzten, den ich erlebt habe, war 89 in Berlin. Ja, das war ein Fackelmarsch. Aber davor, 33, gab es auch schon mal einen in Berlin. Also Fackelmärsche in Deutschland, das ist immer ein bisschen... Und ich weiß gar nicht, warum. Weißt du, aus welchem Grund, Helge? Nein. Warum die ihn angemeldet haben? Nur weil es schön warm ist, weil es schön aussieht? Es sieht ja auch schön aus, muss man ja sagen, aber... Sie sind an einem symbolischen Datum da. Und ist das... Welchen Datum denn? Ist das nicht mehr Reichskristallnacht. Ach Gottchen, naja, da kann man ja... Deshalb ist also gerade, das ist eine sehr klare Verknüpfung. Ja. Das wird zwar nicht so gesagt, aber... Als es in diesem berühmten Thüringer Lokal am 20. April Schnitzel für 8,88 Euro gab, war auch nur ein Zufall. Das hatte auch keine Bedeutung. Ist aber schon klar, was damit gemeint ist. Und es ist keine so gute Idee, aber es ist halt nochmal so. Aber es ist, ist das nicht eine Sache, wo langsam mal echt drüber weg sein sollten? Oder ist das... Anscheinend ja nicht. Ja, anscheinend nicht. Ich verstehe es auch nicht. Wobei wir ja momentan auch in einer Zeit leben, glaube ich, wo wir nicht so rational mehr vorgehen, sondern eher gefühlt. Es ist alles gefühlt. Gefühlte Wahrheiten, ja. Gefühlte Wahrheiten, ja. Aber man kann ihnen ja notfalls mit Benzin helfen.
dass sie ein bisschen dann auch merken, dass das, es ist auch dann warm. Dass sie diese innere Wärme auch quasi spüren. Ich möchte so nichts auf, um Himmels Willen. Aber ich finde immer, man kann immer mal Benzin brauchen. Das ist nicht die schlechteste Idee. Du sollst aufpassen, du wohnst am Alten Markt, ne? Also wenn da, dann bist du... Die treffen sich am Bahnhof, soweit ich weiß. Naja, aber es ist nicht weit weg. Es ist nur ein Fackelwurf weit weg, möchte ich mal sagen. Ja. Ja, also viel weiter weg, um das Thema mal zu wechseln, ist ja London. Eins wollte ich noch sagen. Ich hatte heute einen ganz kurzen Anflug, wo ich beinahe, ich bin an der Haltestelle Adelheidring, da standen drei Typen und einer hatte ein T-Shirt an, auf dem, also Hakenkreuz, ohne Vokale stand. Ohne Vokale stand, Hinkenkritz, ne? Wo ich so ganz kurz sagst du was? Nee, erstens waren sie zu dritt und zweitens, was hätte ich auch sagen sollen? Finde ich nicht in Ordnung? Also. War so ein bisschen London, ja? Ja. Du willst jetzt nochmal auf ich unsere Quizfrage zu sprechen kommen? Zu sprechen kommen nochmal, weil ich glaube, mancher Zuschauer wartet drauf. Kennt ja, da muss, nicht. Ja. Muss mal der jemand von der Kamera draufhalten. Da muss jeder Gast durch hier. Da muss jeder Gast durch, ja. Es ist endlich soweit. Wir reden ja, glaube ich, schon anderthalb Jahre drüber, dass ja jetzt der weibliche Doktor endlich, dass es soweit ist. Und am 7. Oktober ist es soweit. Es ist nicht nur Tag der Republik. Es ist auch offiziell startet auf BBC One, startet die 12. Staffel Doctor Who. Genau. Die 11. Staffel Doctor Who, aber mit dem 13. Doktor. Ist ein bisschen kompliziert. Ein Trailer, wenn ich das richtig gesehen habe, ist nicht mehr nur ein Companion, ne? sondern sind es sind viele. Es sind drei Companions, aber wir wissen ja noch, da oben sind sie ja auch, oben rechts sieht man es ja auch. Ist ein bisschen so, mittlerweile geht mir im Fandom auch die Diskussion auf den Sack, ich ertrage es nicht mehr, ich denke nur, wartet es doch einfach mal ab. Vielleicht werde ich auch tief enttäuscht sein, aber genau. Und aus dem Grund muss ich euch auch sagen, gibt es im Oktober nämlich keine Sendung, weil da ist, wir wissen es alle wieder, die Timelash, die Doctor Who Convention in Kassel, auf der ich bin. Deswegen gibt es im Oktober keine Sendung, aber wir haben das vorhin abgesprochen, wir sind ja auch im Jubiläumsjahr, es sind ja 10 Jahre, Ruf mich an. Ja, das ist schon 10 Jahre, machen wir das hier. Wenn man jetzt Ruf jetzt an noch mitnimmt, gibt es ja sogar schon 18 Jahre, aber Ruf mich an gibt es 10 Jahre. Und es wird wahrscheinlich im Oktober, wir gucken mal, wir werden ein Schatzkästchen, wenn wir, also wir machen das offen, wir werden eine Sendung, eine der ersten Sendungen werden wir raussuchen und die könnt ihr euch dann im Oktober vielleicht angucken. Also mal gucken, wenn wir da was finden. Katrin hat gesagt, sie weiß genau, welche Sendung da eine ganz tolle. Sagst du, da rede ich nur Unsinn, da habe ich gesagt, das könnte jede Sendung sein. Ja, gut, da freuen wir uns schon drauf. Natürlich. Ja. Wir freuen uns auch auf unser Jubiläum vom offenen Kanal, oder, Lars? Natürlich. Ist auch am 6. November? Ist der Festakt? Ist das am 6. Ich glaube, am 6. Ja, Katrin sagt ja, am 6. November ist 20 Jahre offener Kanal, muss man auch mal sagen. Ne? 20 Jahre. Und wenn man jetzt eigentlich den Verein dazu nimmt, ist er eigentlich noch älter. Und du bist von wirklich ja vom ersten. Von null sozusagen. Also du bist ja, genau, du bist ja nicht nur ein Geburtshelfer, du bist ja quasi Erzeuger mit, wenn man es mal jetzt dabei sein möchte. Ja. Wahnsinn. Und der wievielte Jugendvideopreis ist es eigentlich dieses Jahr? Wissen wir das? Auch auf jeden Fall mindestens auch 20 Jahre wahrscheinlich, oder? Du hast mich vorhin gefragt nach dem Bruttoinlandsprodukt von Nicaragua. Hast du mir nicht gesagt. Du jetzt solche Fragen? Am 5.11.2018 ist der Einsendeschluss für den Jugendvideopreis Sachsen-Anhalt. Christian, da könntest du nämlich auch noch teilnehmen. Bis 27 Jahre kann man nämlich teilnehmen. Könnt ihr nämlich ein Video einreichen beim offenen Kanal. Genau, Filmemacher und Filmemacherinnen bis 27 Jahre können noch Filme einreichen bis 5. November. Und dann findet im Dezember dann, glaube ich, im Schauspielhaus die große Gala mit Preisverleihung statt. Wie gesagt, auch ein wunderschönes Datum, sollte man sich merken. Der 5.11. bitte einreichen. Auf jugend-video-preis.de steht alles nochmal ganz genau. Ich gebe es dir mal. Das könnte mal die Magdeburger Jungfrau auch mal ein eigenes Video einreichen. So ein Tag im Leben eines, jetzt will ich schon wieder Maskottchen sagen, eines ja, Maskottchen klingt immer ein bisschen komisch. So, du hast es. Ich wollte gerade die Seite aufrufen, da steht, diese Webseite wurde möglicherweise gehackt, aber nein, ist sie nicht. Nee, also beim Teil. Hat aber gerade gepiept, ja? Achso, ich hatte mich schon gewundert. Genau, ja. Da ist es. Jugendvideopreis. Sag, oh, guck mal, King Kong sehen wir da, stilisiert. Der 24. da steht es. Der 24. Jugendvideopreis. So lange gibt es den noch. Und was ist unser Highlight, unser persönlicher Satz aus dem Jugendvideopreis, aus 24 Jahren Jugendvideopreis? Da gibt es so viele Highlights. Wie sind Sie zu die Idee gekommen? Ja, zu die Idee gekommen, ja, genau. Zu die Idee gekommen. Das war ein wunderschöner Satz vom unvergessenen Andreas Bredow. Oh Gott, als wenn er schon tot wäre, er lebt ja noch. Ja, liebe Grüße übrigens. Nach Stendal, genau. Hat geheiratet dieses Jahr. Nein! Ja! Oh,
Aber er ist immer noch Bredo? Er ist immer noch Bredo, genau. Ganz liebe Grüße gehen dann nach Stendal, an den offenen Kanal Stendal, aber auch an Andreas, vormals Bredo. Also heißt ja immer noch Bredo wahrscheinlich. Ja, Kinder, das war die September-Sendung. Wie gesagt, im Oktober gibt es keine, ich habe schon gesagt, da werdet ihr mit einer gut gealterten Konserve, einen ganz besonderen Jahrgang werden wir für euch rausgesucht haben. Ihr denkt an den 5. November, bis dahin gebt ihr ein Video ab beim offenen Kanal oder bei dem offenen Kanal eures Vertrauens, wo ihr sein werdet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christina Nalesny, der Magdeburger Jungfrau. Toi, 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 im grünen Kleid oder der blauen Uniform oder in beidem, wie auch immer. Danke, Lars. Wann ist das nächste Mal dein Kabarettprogramm? Am 6. Oktober. Am 6. Oktober, also am Tag vor Dr. Who. 6. Oktober. Und du, ganz viel Spaß im Mittelmeer, sage ich mal. Ja? Ja, schauen wir. Genau, wir sehen uns hoffentlich im November wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Und kommt gut durch, genießt die letzten Sonnenstrahlen, möchte ich sagen. Die letzten 5 Sekunden bis zum Schluss der Sendung. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Tschüss.